Wir sind jetzt in Oschersleben zum ersten offiziellen Testtag. Ja, jetzt geht es dann langsam los in die Saison. Es sind 38 Autos hier. Jetzt sieht man endlich, wo man steht. Über den Winter wusste man nie, was waren die anderen, was waren wir. Wir haben alles aufgebaut. Wir haben ein Zelt und drei Boxen, sind mit 6 Autos da. Und was steht für mich jetzt an vor dem Testtag? Wir müssen Startnummerfelder holen und da gehen wir jetzt mal los. Hier ist mein Auto. Wie ihr seht, ist vollkommen beklebt, ist alles gemacht. Nur hier fehlen halt die Dekra ADAC Nummern Tafeln und die holen wir jetzt mal im Orga-Truck. Hier sind wir jetzt im Orga-Truck, wie immer. Da wollen wir Kaffee trinken. Und jetzt holen wir mal die Felder. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott, hallo. Wir brauchen Startnummernfelder. Ja. Für welche Startnummer? Für die Nummer 8. Die Startnummer hat er von mir schon bekommen? Genau, nur die Felder brauche ich. Okay. Und für die Heckscheibe die 8, wo ich die... Die gelbe 8. Genau. Große 8, kleine 8. Was kommt auf Heckscheibe? Eine große, oder? Eine große gelbe 8. Eine. Eine, genau. Dann vielen Dank. Wunderbar, ja. Okay. Der Test ist jetzt vorbei. Jetzt habt ihr gerade ein paar Videos gesehen von mir auf der Strecke. Bin sehr zufrieden. Einmal Platz 2, einmal Platz 4. War im ersten Training lang in Führung liegend. Dann ein Kollege ist noch vor mir gekommen mit neuen Reifen. Bin sehr zufrieden. Wir haben fast das ganze Starterfeld hier vertreten. Und dann so weit vorne mitmischen zu können, ist natürlich super. Wir haben uns überlegt, wir zeigen euch jetzt mal noch ein bisschen was, wie die Bremse funktioniert. Wir haben eine Frage bekommen. Bitte erklär uns mal das Bremssystem, die Scheiben, wie oft wechselt ihr die, wie läuft das alles ab? Wir haben jetzt von Paget, unserem Sponsor, erstmal vielen Dank. Die stellen uns die ganzen Bremsbeläge und Bremsscheiben, also ist ein sehr guter Partner von uns. Wir haben hier einmal eine gebrauchte und einmal eine neue Bremsscheibe. Dann war die Frage, wann wechselt ihr denn die Bremsscheibe? Wir wechseln die Bremsscheibe, wenn die hier, man sieht es, so leichte Haarrisse bekommt. Und sobald die Haarrisse dann vertreten sind oder die Bremsscheibe bricht, muss die gewechselt werden. Da geht es dann hier auf eine neue, die sieht dann so aus. Man sieht, die ist auch viel dicker. Die Mechaniker messen diesen Abstand hier und wenn sie zu weit abgefahren ist, muss die Bremsscheibe raus und kommt eine neue rein. Natürlich behält man den Steg hier, man schraubt das hier alles auf, schmeißt die dann in Schrott und fügt dann hier wieder eine neue ein. Das heißt, das bleibt uns erhalten. Wir haben dann hier Bremsbeläge von Paget. Die kommen so drauf, denke ich, brauche ich nichts sagen, rechts und links. Wir haben jetzt hier angebremste Beläge, so sehen die aus. Mit dem Hintergrund, wir brauchen ziemlich viele Bremsbeläge am Wochenende. Und wenn wir jetzt ins Qualifying gehen, ist es immer gut mit neuen Bremsbelägen. Jetzt ganz neue ist natürlich suboptimal, die muss man anbremsen, da muss man wirklich sich konzentrieren und ein Schema abfahren. Und da hast du im Qualifying keine Zeit dafür, da musst du raus, dich auf deinen Reifen konzentrieren und dann eine Runde hinknallen.
Deswegen bremsen wir die an. Wenn jetzt ein Tester gut gelaufen ist, nehmen wir alte Reifen drauf und bremsen dann die neuen Belege an. Das machen wir dann am Abend einfach. Und somit kann man dann im Qualifying gleich zum Pushen anfangen und hat super Belege. Ich mag Danke sagen, dass ihr jetzt wieder zugeschaut habt. Morgen geht's wieder weiter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Wir gucken, dass wir wieder ein bisschen mehr filmen können und auch mal ein bisschen zwischen den Sessions, was so abgeht, wie es gelaufen ist. Ein Live-Timing gibt es auch auf der ADAC-Seite. Und schaut einfach mal rein. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Abonnierst du? Schaust du ein neues Video?